Rose Fröhlich, echter Patientenfall, heute mit der Fragestellung, wie viel Kohlenhydrate darf ich pro Tag überhaupt essen? Ich bin Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis und komme zum Patientenfall zurück. Ihr Lieben, wenn ihr mehr wissen wollt, ihr wisst ja, plus weg abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht, auf den Kanälen für den zukünftigen Content. Also, zurück zum Patientenfall. Ich hatte eine junge Frau in der Beratung, die schon in der Gewichtsabnahme war und das alles für sich recht gut funktionierte. Und in der Beratung selber kam so ein bisschen hoch, was eigentlich überhaupt die richtige Kohlenhydratmenge ist, beziehungsweise wie viel Kohlenhydrate pro Tag darf ich essen. Da sie mit der App gearbeitet hat, hat die ja auch den Anteil Kohlenhydrate in der Übersicht. Und ja, dann haben wir uns das einfach mal angeguckt. Also, es ist so, man muss immer ein bisschen gucken, woher man kommt. Also, bin ich krank? Bin ich ein gesunder Mensch? Habe ich irgendwelche Veränderungen? Also, zum Beispiel bei Krankheit mit gestörtem Zuckerstoffwechsel, Schilddrüsengeschichte, Migräne, Kopfschmerzen. Habe ich also den Wunsch, Gewichtsveränderung? Dann muss man bei den Kohlenhydraten tatsächlich immer ein bisschen zu unterscheiden zu den Empfehlungen, die für gesunde Menschen gegeben werden oder auch für Menschen, die zum Beispiel in Richtung viel Sport, viel Bewegung, viel berufliche Bewegung oder viel Alltagsbewegung unterwegs sind. Generell ist es so, dass es neuere Rückmeldungen, also neuere Studien gibt, dass zu wenig Kohlenhydrate, also alles unter 25 Gramm, man sagt immer so 25 bis 50 Gramm. Wenn ich niedriger bin, kann es sein, dass ich schneller Kopfschmerzen, Migräne, dass ich schneller Entzündungsprozesse im Gehirn verursachen kann und dadurch sozusagen auch Probleme bekommen kann. Viele, die Kohlenhydrate weglassen, merken das auch, dass sie so Unterzuckerung kriegen mit Zittern, Unwohlsein, Unkonzentriertheit. Von daher ist die Kohlenhydrate an sich, die am Ende zu Zucker umgewandelt werden, wichtig sozusagen für das Gehirn, für das Denken, für die Tätigkeit, am Ende für die Muskelzellen als wichtiger Energielieferant. So, was macht man? Also der gesunde Mensch kann in der Regel zwischen 200 bis 250 Gramm Kohlenhydrate pro Tag verwenden. Dann gibt es eine Empfehlung, eine moderate Gewichtsabnahme zum Beispiel. Also wenn ich moderat Gewicht abnehme, dann macht man auch moderat die Kohlenhydrate und die können dort im Durchschnitt zwischen 100 und zum Beispiel 50 Gramm liegen pro Tag. Und wie ich ja schon gesagt habe, niedriger als 25 Gramm, also 25 bis 50 Gramm Kohlenhydrate können zum Teil die Low-Carb-Geschichten sein. Das liegt ja einfach daran, dass bei Low-Carb einfach der Anteil Obst kommt und für eure Vorstellung so eine Handvoll Obst, zum Beispiel eine Handvoll Weintrauben, eine Handvoll geschnittene Banane, eine Handvoll, was fällt mir ein, eine Orange, ein Apfel, und da haben wir im Durchschnitt zwischen 10 und 20 oder 30 Gramm Kohlenhydrate. Also es kommt immer auf die Menge drauf an. Banane zum Beispiel, wenn die ungefähr so lang ist wie die Hand, dann haben wir ungefähr 20 Gramm Kohlenhydrate. Für alle, die die Kohlenhydrate mal umrechnen wollen, das ist ja am Ende immer ein Anteil Zucker, der draus wird. Und wenn man Fertigprodukte hat, kann man immer die Kohlenhydrate plus den Zuckeranteil, der ja häufig separat aufgeführt ist, kann man immer so berechnen. Ich erkläre immer 10 Gramm Kohlenhydrate. Für die Vorstellung sind ungefähr 4 Würfelzucker, was ich ja bei Fertigprodukten dann ganz gut umrechnen kann. Wenn da 50 Gramm Kohlenhydrate stehen, dann muss ich 5 mal 4 Würfelzucker rechnen und dann weiß ich, wie viel Zucker drin ist. Dazu muss man immer sagen, dass es nicht der reine Zucker ist, sondern die Kohlenhydrate kann ja auch ein stärkerer Anteil Bindemittel sein. Die Ballaststoffe, wenn ich jetzt Gemüse habe und ich würde den Kohlenhydratanteil der Möhre nehmen, dann ist es zum Beispiel so, dass die Möhre gar keinen Blutzuckeranstieg so groß macht, weil die Ballaststoffe einfach das verhindern oder nur einen moderaten, zarten. Das heißt, bei Gemüse, bei Mais gibt es das manchmal, dass ja die Stärke drin, aber Mais geht auch oben rein, unten wieder raus. Von daher muss man da bei Diabetes eventuell ein bisschen gucken, wie die eigene Empfindung des Zuckeranstieges ist. Wer, also die Hülsenfrüchte, da haben wir ja auch ein bisschen Kohlenhydrate drin. Dadurch, dass sie aber alle so viele Ballaststoffe haben, ist es so, dass man in der Regel heute den Anteil Mais, Linsen, Bohnen und ähnliches immer als zarten Anstieg hat. Also da ist Stärke drin, die aber am Ende zu Glucose, also der kleinsten Einheit Traubenzucker,
im Körper wird. Und so ist es eben auch mit allen anderen Sachen. Brot, Gebäck, Süßigkeiten, Schokolade, Chips, Kartoffel, Reis, Nudeln. Überall haben wir den Anteil, dass Kohlenhydrate entstehen. Also, ihr Lieben, passt ein bisschen auf die Menge drauf an. Wenn ihr sozusagen in die Gewichtsabnahme wollt, dann etwas vorsichtiger sein, weil die Insulinspiegel runtergehen. Für alle, die gesund sind, und auch für die, die viel Sport machen und viel Bewegung haben, können wir ja den hohen Anteil nehmen. Wenn ihr gesunde Mischkost unterwegs seid und sagt, ich nehme die gesunden Kohlenhydrate mit Vollkornnudeln, Vollkornbrot, dann ist es so, dass man ja auch zwischen 200 und 150 Gramm Kohlenhydrate täglich nutzen kann. Also, ihr seht, sehr individuell, je nachdem, wo ich hingucke. Das heißt, eine Pauschalaussage für alle gibt es am Ende nicht, sondern man muss immer gucken, was ist es jetzt? Und natürlich sind Vollkornprodukte und Gemüsekohlenhydrate immer gesünder, als wenn ich Chips, Schokolade, Süßigkeiten habe. Wisst ihr aber, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und freue mich auf eure Kommentare. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ganz liebe Grüße, eure Sandra. Bis zum nächsten Mal.